Eine Aufgabe, die nehme ich gerne an. Mein Herr, mein Herr! Ein Brief für dich! Ein Brief? Von wem? Das weiß ich nicht. Ich soll ihn nur abgeben. Da steht Porto bezahlt. Na komm schon. Hier, danke dir. Nein, Herr, ich danke dir. Hoffentlich kann ich bald wieder zu Diensten sein. Ja, das nächste Mal bekommst du aber gar nichts von mir. Mein lieber Gerald. Hoffentlich geht es dir gut. Du bist bestimmt wieder einem bösen Monster auf der Spur. Oder vielleicht einem komplizierten Fluch? Oh, Gerald, ich wünschte, ich wüsste es. Was dich auch immer in Atem hält, vielleicht brauchst du ja eine kleine Pause. Zu diesem Zweck verrate ich dir ein interessantes Geheimnis, auf das ich in einem alten Manuskript gestoßen bin, das ich einem Händler aus Nasair abgekauft habe. Der Autor des Wälzers behauptet, dass ein gewisser Professor Moreau einst Beauclair sein Zuhause nannte. Und dieser Professor hat Hexermutationen erforscht. Viel mehr weiß ich leider nicht, aber ich denke, das dürfte dein Interesse geweckt haben. Im Buch wird ein Tagebuch erwähnt, das mit dem Gelehrten nach dessen Tod begraben wurde. Es könnte zu seinem Labor führen. Ich lege dir eine Karte bei, die ich im Folianten gefunden habe. Sie ist an einigen Stellen unleserlich, wird dir aber hoffentlich trotzdem nützen. Ich habe das Gefühl, dass die Sache wichtig ist. Bitte sei vorsichtig und komm schnell wieder zu mir zurück. Deine Triss. Ein Professor, der Hexermutationen erforscht hat. Könnte sich lohnen, der Sache nachzugehen. Ich liebe Triss. Ich liebe Triss. Transformation. Brief von Triss. Ach, toll. Besitzerkunde. Wir, Anna Henrietta, Herzogin von Toussaint, von der Göttergnaden, übertragen Gerald von Riva mit der Brücke im Wappen hiermit die Ländereien des Weinguts Corvo Bianco mit allen darauf befindlichen Gegenständen und allem Vieh. Außerdem wird Gerald von Riva zum Besitzer des Weinguts ernannt und verpflichtet sich zu dessen Erhalt und Pflege. Möge das Weingut in eine produktive und schöne Oase verwandeln und sich an der Ernte des Landes bereichern, zu seinem eigenen Ruhm und zum Ruhme Toussaints. Leicht abgeändert von mir. Hiermit sei kundgetan, dass in unserem wunderbaren Reich Taten und Schönheit nicht unbelohnt bleiben und das Land nicht brach liegen soll, denn sowohl Taten als auch das Land sind dazu da, wunderbare Früchte zu tragen. Ah ja. Die Maus sieht anfangs wie Hartkäse aus. Haarhaus. Ah ja. Schönes Wortspiel. Hehe, und die Musik. Alles unglaublich stimmig und schön. Einfach schön. Ihr Leute, ihr solltet zu Hause bleiben, wenn es dunkel ist. Du kannst doch kein ganzes Baguette essen. Da essen manche Familien von. Unglaublich. Schubidubidu. Boah, wozu nur? Als Dekoration. Ach ja. Haben wir hier die Kamera? Nein. Hoho. Ritterruheplatz, Beauclair. Und hier ist der Kämmerer. Schönes Gemälde. Die Herzogsfamilie. Ah ja. Ich habe schon wieder zu viel bezahlt. Okay. Schönes Räumchen. Bögen, Jagdtrophäen.
Schwerter, Äxte. Der Kämmerer. Sei gegrüßt, tapferer Held. Ich bin Raphael de Chirmont, der herzogliche Kämmerer. Ich bin Geralt. Was machst du hier genau? Ich bezahle die fahrenden Ritter. Wofür denn? Sie ziehen über die Straßen und beschützen Toussaint vor Banditen und Monstern. Es ist nur recht und billig, dies angemessen zu kompensieren. Merke auch du es dir, Herr. Wenn du erfolgreich eine Hanse zerschlägst, einen Mitritter aus einer Gefahr errettest oder einen Kaufmann aus der Gewalt von Halsabschneidern befreist, dann komm zu mir und du sollst belohnt werden. Gut zu wissen. Das heißt also im Klartext, hier werden wir für alles belohnt. Ha, Gwind. Ich will so gerne so viel Gwind spielen. Mich ärgert das leicht, dass wir die Aufgabe Schnapsideale nicht mehr lösen können. Ja, woher kommt denn der Lohn für die Ritter? Etwa von den armen Steuerzahlern? Das macht mich neugierig. Woher kommt denn das Geld für die Ritter? Aus der herzoglichen Schatzkammer natürlich. Unser allergnädigste Herzogin, Anna Henrietta, schätzt Tapferkeit und aufopfernden Patriotismus über alle Maßen. Ihr Dauerbefehl lautet, jedem Ritter ein Gehalt zu zahlen. Entschuldigung. Einen finanziellen Ausgleich für die Verteidigung der inneren Sicherheit und Ordnung des Herzogtums. Aber sie hat ja einerseits die Herzogwachen, dann hat sie die normalen Stadtwachen vermutlich mal, dann noch die fahrenden Ritter. Oder aber sie hat nur eine kleine Bataillon für sich selbst und ansonsten nur fahrende Ritter. Dass es sozusagen gar keine richtigen Soldaten von Toussaint gibt, sondern nur die Leibwachen. Okay, ja, du verkaufst auch was, oder? Ich würde mir gerne mal deine Bücher ansehen. Die du verkaufst, meine ich. Jetzt bin ich mal gespannt. Kleiner Runenstein. Von Feuer und Stein. Du hast dies schon gelesen, das haben wir noch nicht gelesen. Von Grotz wunderbarer Lösung gegen Flatterer. Dass da beisteht, ob wir das gelesen haben, finde ich auch super. Was ist das denn hier? Die dunkle Wildnis von Kaed Myrkvit. Ah ja. Der Bürgerkrieg in Toussaint. Ich würde am liebsten alle lesen, die Bücher, das wisst ihr. Aber okay, vielleicht später mal zum Abschluss ein wenig die Hintergrundgeschichte. Aber gut, erstmal auf Wiedersehen. Na denn, bis dann. Ziehe hin in Frieden, stolzer Ritter. Na denn. Die Summe kommt nicht hin. Na denn. Sind das hier Süßkuchen? Hat ihr da Törtchen draufstehen? Ja, ihr habt hier echt Probleme in Toussaint. Ihr habt hier Probleme. Welches Törtchen esse ich heute? Das ist wahrscheinlich das größte Problem von ihm. Frau mit Käppchen. Das Zuckergusstörtchen oder aber das Karamelltörtchen? Die größte Frage des Tages. Und die Wächter haben auch keine Probleme. Also wo sind wir hier gelandet? Schubidubidu. Die sind ja besser gelaunt als ich. Anschlagebrett. Ja, und hier auf dem Markt liegen die Leute auf dem Boden. Besoffen natürlich. Betrunkene Frauen sind so unattraktiv, finde ich. Parfümerie? Ich dachte, die wären Alchemist. Parfümeur. Joa, er hat aber viele Düfte hier. Schöne Melodie. Für wahr. Ja, ich glaube, Toussaint kann man sehr viel Zeit verbringen. Hallo? Holla, ein Hexer. Endlich ein richtiger Kunde. Seit was brauchst du? Geißblatt? Ignatiablüten? Alles und am besten kostenlos. Nee, wie läuft der Laden? Wie läuft das Geschäft? Ah... Die Kasse stimmt, aber unter uns, ich langweile mich zu Tode. Ich weiß, was meine Kunden wollen, bevor sie den Mund aufmachen.
Glatzköpfe wollen Birkenharz, Damen wollen, was immer Anna Rietta gerade für ein Parfum verwendet. Wenn nur mal einer was Giftiges bestellen würde. Was Giftiges? Da könnte ich doch helfen, oder? Ah, zeig mal deine Waren. Zeig mir, was du anzubieten hast. Jetzt bin ich mal gespannt. Er langweilt sich, weil niemand Gift kaufen will. Davon keinem erzählen. Ah, und die Musik. Okay, er hat auch Runen. Schön. Ja, ich bin im falschen Raster, ich sehe es schon. Trank der Leerung. Fügt alle Fähigkeitspunkte, die Was nochmal? Fügt allen Fertigkeitspunkten, mit denen Fertigkeiten entwickelt wurden, den verfügbaren Punkten hinzu, sodass sie neu eingesetzt werden können. Okay. Wiederherstellungstrank. Stellt alle Fähigkeitspunkte wieder her, mit denen Mutationen entwickelt wurden. Ich glaube, das wird erst relevant, wenn wir mit den Mutagen arbeiten. Noch ergibt das keinen Sinn. Rezept Transmutator für kleines Mutagen. Grün in Blau. Dann können wir Mutagen sogar umfärben. Mit Funktion natürlich. Bombe. Überlegener Drachentraum. Ja. Uns fehlen noch sehr, sehr viele Rezepte, merke ich. Aber okay. Na, erstmal Dankeschön. Ich muss los. Bis nächstes Mal. Ach Mann, oh Mann. Und hier geht es nach oben. Schick ist es hier, oder? Und natürlich hat er hier überall Parfüms rumstehen. Und schicke Statuen. Die nehme ich mit. Ja, also Tessin ist definitiv unberührt vom Krieg. Denk mal an die Orte von Velen. Seht mal, ich meine... Ich muss nur das Dorf, das wir letztens gesehen haben, noch in Velen. Das Dorf, das überfallen war von Leichen, wisst ihr noch? Ach, überfallen war von Leichen. Übersät war mit Leichen, wisst ihr noch? Und vergleich das mal mit dem hier. Nur dieses Bild hier. Vergleich das meinetwegen mit Novigrad. Novigrad ist ja auch ein Zeichen des Bürgerkrieges im Nachhinein. Und hier... Schließlich in Beauclair. Wisst ihr? Süßkuchenhändler, guck mal. Nur Süßigkeiten und Hühnchen. Hier, guck mal. Ihre einzigen Sorgen sind, das falsche Essen zu essen. Ihr seid doch alle nichtsnutzige Trottel. Ja, du auch. Sogar auf dem Boden haben die Alkohol. Ja, das findest du nicht schlimm, oder was? Wo sind wir hier nur gelandet, Leute? Okay, wir gehen zum Anschlagbrett. Denn ich bin mir ganz sicher, dass auch hier in der Stadt mehr Aufgaben warten. Okay, und hier haben wir den Schnellreisepunkt zu diesem Ort hier. Schönes Denkmal da oben. Was haben wir hier? Großmeister Rüstungsschmied. Meisterschmied in Beauclair sucht tapferen Mann, um verschollene Schemas zu finden. Oh. Ankündigung eines Faustkampfturniers. Starker Mann. Denkst du, dass du unbesiegbar bist, weil du deinen Schwager vermöbelt hast? Gehen dir die Nachbarn aus dem Weg? Dann ist es vielleicht an der Zeit, dass du um den Titel des Faustkampfmeisters von Beauclair mitkämpfst. Besiege 3 Champions, bevor du die Ehre hast, gegen den Maestro selbst anzutreten. Weitere Informationen erhältst du beim Buchmacher in Saint-Sébastien und bei den Docks. Okay. Bewaffnete Eskorte. Wir suchen bewaffnete und kampferprobte Personen, die uns gegen vernünftige Gebühr zu Forschungszwecken in die Albertushöhle begleitet. Die Ritter behaupten, die Höhle sei sicher, daher handelt es sich um reine Vorsichtsmaßnahme. Auguste, Lucien und Hugo Monard oder so ähnlich. Gute Leute, ich habe Unglaubliches gesehen. Junge Maiden, die sich die Kleider vom Leib reißen, sich mit Wein übergießen, sodass die Weintropfen nur auf ihre Blöße klatschen und die weingetränkten Locken auf ihren wohlgeformten Oberweiten kleben.
Und dann haben sie sich geküsst. Ich schaudere noch heute beim Gedanken an diese Unanständigkeit. Gegen eine kleine Gebühr kann ich euch hinbringen. Sucht in der Taverne nach mir. Ich habe keine Lieblingstaverne zu sehr. Klingt nach einem Bordell. Auftrag Radau auf dem Friedhof. Da sich vom Einwohnerkomitee keiner zuständig fühlt, setze ich das Schreiben nun selbst auf. So kann es nicht weitergehen. Dieser höllische Krach auf dem Friedhof macht uns alle verrückt und keiner unternimmt was dagegen. Ich weiß, dass wir es alle hören. Selbst Madame Bouquet hat berichtet, dass der Lärm sie die ganze Nacht wach hält und sie wohnt weiter vom Friedhof entfernt als wir alle. Falls es einen Hexer gibt, der diesem Geschrei, Gejammer und Gezänk Ende bereiten kann, bezahle ich ihn aus eigener Tasche. Einfach im Schlauberger nach Charles Lanzano fragen. Schlauberger. Gesucht diskreter Spezialist. Gesucht Fachmann, der das Mysterium um Reginald Dobrys Denkmal untersucht. Anforderung höchstes Arbeitsethos, absolute Diskretion und Erfahrung mit unnatürlichen Umständen. Außerdem wünschenswert tadelloses Auftreten, ästhetisches Empfinden, Kenntnisse in moderner Bildhauerei. Nähere Details bei Rolande de Flacausier, Kurator für Kunst und Sammelobjekte. Okay, neue Orte und hoffentlich neue Aufgaben. Großmeister Rüstungsschmied. Bewaffnete Eskorte, Radar auf dem Friedhof. Okay. Jemand sucht eine Eskorte. Das mache ich nicht oft, aber vielleicht lohnt es sich. Vater weiß es eben nicht. Die ganzen Aufgaben, wie die heißen, schon ist genial, oder? Wilder Wolf. Besiege den Koloss im Faustkampf. Besiege Stillwasser im Faustkampf. Besiege Kerlbürste im Faustkampf. Bis das der Tod euch scheidet. Finde Charles Lanzano im Schlauberger. Lass mich raten, da streiten sich zwei um, ihre Ehe. Finde den Großmeisterschmied, damit du seine Dienste in Anspruch nehmen kannst. Das ist eigentlich die Aufgabe, die ich als nächstes starten wollen würde. Oder eben zumindest ins Rollen bringen wollen würde. Aber ich kann nicht aufhören, Toussaint zu erkunden. Vor allem nicht hier die Stadtgegend. Ach Moment, das Denkmal. Jetzt bin ich einfach dran vorbeigelaufen. Seht mal. Schöne Pferdeskulptur. Der Glockenturm da oben. Also die Stadt kann man sich schon Ewigkeiten ansehen, oder? Es ist wirklich eine Perle. Und seht mal da oben wieder die Pferde. Ja, CD Projekt, ihr habt es geschafft. Ihr könnt definitiv auch Orte zaubern, die nicht vom Krieg heimgesucht werden. Verziertes Schwert? Verzierter Schild? Was ist hier denn los? Zutaten nehmen wir auch mal mit, denn vielleicht können wir bald neue Tränke zubereiten. Rezept Transmutator für Mutagen Rot und Grün. Okay. 4 Äpfel. Längst vergessene Spezies Protoflatterer und Kompendium der Basiliskenjagd. Nimmt man einen Flatterer und verstärkt all seine primitivsten Eigenschaften, erhält man einen Protoflatterer, den direkten Vorfahren eines Flatterers, der aus einer Parallelsphäre kam und noch nicht der Entwicklung nach der Konjunktion ausgesetzt war. Heutzutage sind Protoflatterer extrem selten, da Flatterer ihren Lebensraum eingenommen haben. Aus diesem Grund zählen die Protoflatterer zu den niederen Vampiren. Ihre breiten Kiefer sind ihre Hauptwaffen, im Kampf verwenden sie aber auch häufig ihre Krallen. Okay. Kompendium der Basiliskenjagd, das brauchen wir nicht. Oder ein Hexer oder wenigstens ein Ritter oder Söldner hätte eine solche Jagd den sicheren Tod des tollkühnen Jägers bedeutet. Für wahr. Protoflatterer. Äpfel, Kartoffeln. In Velen? Oh Mann, hoffentlich überlebe ich heute. In Toussaint? Welches Gewand ziehe ich heute an? Feinste Seide oder doch die teuren Leinenklamotten? Echt schlichtweg der Kontrast zwischen Velen und Toussaint. Der Großmeisterschmied. Da bin ich aber sehr gespannt. Wenn wir unsere Bärenrüstung hier weiter verbessern könnten, das wäre super. Denn ihr wisst ja, ich liebe die Bärenrüstung.
Natürlich der Lagerraum, als wäre das oben genug gewesen. Seide, Leinen, Schnur. Lagerraum, die Küche. Ich sag ja, die haben alle nur ein Problem hier. Was zu essen? Fisch. Oder doch lieber Äpfel. Oder Weintrauben. Oder am besten alles auf einmal. Aber bloß nicht in kleineren Portionen. Wow. Was ich auch sehr, sehr schön finde, ist, dass man die ganzen Häuser begehen kann. Dass es nicht alles nur Scheinhäuser sind. Man hat sich hier sehr viel Mühe gegeben, wirklich eine sehr, sehr organische und lebendige Stadt zu schaffen. Und das ist gelungen, auf jeden Fall. Oh, die wundervolle Welt der Insektoiden. Zusatz, die Abenteuer von Stacheli und Franconi, dem Wicht. Es gibt keine größeren Lebewesen als die Scolopendromorphae. Wer ihre evolutionären Vorteile gegenüber den anderen Spezies nicht erkennt, ist wirklich blind. Es gibt keine andere... gibt es eine andere Kreatur, die so perfekt an das Leben unter der Erde und auch an der Oberfläche angepasst ist? Gibt es ein anderes Wesen, das sich durch die... durch für das bloße Auge nicht sichtbare Spalten bewegen und atemberaubende unterirdische Städte bauen kann? Nein. Abenteuer von Stacheli und Franconi, dem Wicht. In einem kleinen Erdhügel in der Nähe der Vermentino-Weinguts lebte einst Franconi, der Wicht. Der liebenswerte Wicht verbrachte seine Tage im Erdhügel und kochte verschiedene Suppen. Nicht, dass er Suppen so gerne aß, aber sie waren nun einmal die Lieblingsspeise von Stacheli, seinem Berggästhaustier. Und so saßen sie Seite an Seite, Franconi, der Wicht, und Stacheli kochten Suppe aus zerfallenen Knochen, verwelkte Kräutern und bereiteten eine Nagelsuppe zu, wenn sie Metall fanden, eine wahre Delikatesse. Eines Tages hörte Franconi, wie sich zwei Totengräber über einen reichen Mann unterhielten, der verschiedenste Käsesorten in seinem Keller aufbewahrte. Eine Käsesuppe klang in Franconis Ohren nach einer ganz besonderen Leckerei, also schlich sich der Wicht in den Keller des edlen Herrn und stahl das größte Käserad, das er dort fand. Als er nach Hause kam, schmolz er den Käse langsam in seinem Lieblingstopf. Der Gestank war so schrecklich, dass Stacheli davonrannte und sich weigerte, in den Erdhügel zurückzukehren. Zu allem Übel durchdrang der Käsegeruch alles, sodass Stacheli und Franconi, der Wicht, ihre 7 Sachen packten und auszogen. Die Moral von dieser Geschichte ist einfach: Wenn du eine Käsesuppe kochen willst, dann nimm auf keinen Fall Blauschimmelkäse. Riesentausendfüßler. Wichte. Okay. Färbemittel für schwarze Rüstung. Ihr müsst wissen, man kann jetzt auch Klamotten färben. Ich glaube, das kommt auch durch das Addon neu hinzu, oder? Verzeiht mir eventuell schlechtes Lesen. Inzwischen ist es auch echt spät geworden. Aber ich kann nicht aufhören. Ich kann nicht aufhören mit Blood and Wine. Es macht so viel Spaß. Krimskrams nehmen wir auch mal mit. Ganz viel Silberkram. Die dunkle Wildnis von Kaed Myrkvit. Seltsame Bücher in Toussaint, Auszug. Im Nordwesten des Herzogtums Toussaint, jenseits des Blaisois-Flusses, liegt ein Wald, den man Pieps nennt. Ein druidisches Heiligtum, das aufgrund von Abkommen mit den Herzogen voller Autonomie genießt. Der Wald ist eine der Hauptquellen von Buclair-Eiche, einem wichtigen Rohstoff für die heimische Böttcherbranche. Um das ökologische Gleichgewicht zu wahren und gemäß Verträgen zwischen der Böttcherzunft und dem Flaminike, Anführer des Kreises, wird der Eichenholzeinschlag streng überwacht. Im Jahr 1267 gewährte der Flaminik einigen Druiden aus Kaed Du in Angren Asyl. Das dortige Heiligtum war umkämpft. Die Banditen, die sich der Gerechtigkeit entziehen wollten, wurden lebendig in Weidenkörben verbrannt, um als abschreckendes Beispiel zu dienen. Seitdem sind die Grenzen von Kaed Myrkvit mit starken magischen Barrieren geschützt. Ich würde niemandem einen Besuch des Gebiets ohne Einladung des Flaminik empfehlen.
Toussaint, ein Leitfaden von Petrine Falaisan. Okay. Seltsame Bräuche in Toussaint. Wo sind all die heldenhaften, selbstlosen Ritter geblieben? Gehören wahrhaft... Leute, ihr müsst mir das echt verzeihen, aber es ist inzwischen echt spät und vor allen Dingen nehme ich jetzt schon etwas länger auf, daher leichte Leseprobleme. Wo sind all die heldenhaften, selbstlosen Ritter geblieben? Gehören wahrhaft edelherzige vom Format eines Ramon von Gichon oder eines Martinus de la Pac endgültig der Vergangenheit an? Die Ritter Toussaints waren nie eine reguläre Armee, doch sie werden von der Herzogin selbst bezahlt. Also frage ich, was tut der Ehrenmann? Lässt er sich für seine Heldentaten bezahlen? Ist er vielleicht ein Söldner oder Majoran? Bewahre, ein verfluchter Hexer? Reichen ihm die Tränen der Dankbarkeit geretteter junger Damen nicht? Es ist und bleibt unverständlich. Um die bedeutsamen Worte des weisen René de Hospitalier zu bemühen, die Spinnen, die... Toussaint-Touas. Notizen von Alexandre de Ossan auf seinen Reisen durch seltsame, ferne Länder. Ah ja. Gott sei Dank werden wir hier nicht irgendwie strafbar gemacht für das, was wir tun. Das wäre nicht so gut. Okay. Aber echt klasse. Allein diese Holzvertäfelung. Ach ja. Und wie die Fenster gemacht sind. Seht ihr das? Draußen ist es wirklich verschwommen. Ich weiß, ich nehme viel zu viel mit. Von Feuer und Stein. Die Sphera Mundi besteht aus den vier Elementfarben der Erde, des Wassers, der Luft und des Feuers. Erde und Wasser bilden unseren Planeten, um den die Luft kreist. Über der Luft erstreckt sich der Äther, feurige Luft oder einfach nur Feuer. Hinter dem Feuer liegt der siderische Himmel, das Firmamentum von sphärischer Natur. Das ist der Ort, an dem die Erratica Sidera, die reisenden Sterne, und die Fixa Sidera, die stillen Sterne, wohnen. Okay. Arches Sporen Forschungstagebuch. Seid ihr sauer, wenn ich das nicht vorlese? Ich habe mich entschieden, morgen werde ich versuchen, an eine Flüssigkeitsprobe zu gelangen. Die Vorbereitungen laufen. Hat wohl nicht geklappt. Ich bin auf einer extrem sonderbaren Spezies gestoßen, die giftige Arches-Spore. Bisher ist es mir gelungen, drei Arten von ihnen zu unterscheiden, gewöhnliche grüne, gelbe und schwarze. Letztere sind nicht nur am aggressivsten, sondern können Pflanzen auch in kürzester Zeit befruchten. Ich glaube, ich habe einen Punkt erreicht, an dem das Beobachten alleine nicht mehr ausreicht, um befriedigende Ergebnisse zu erzielen. Die Spezies greift hauptsächlich mit den in der Mitte der Blüte befindlichen Mandibeln an. Es ist alles sehr interessant, aber vor allem die ganzen Einträge bekommen wir auch. Aber es ist einfach so viel. So viel vorlesen. Ich könnte Stunden vorlesen, um all das hier zu erfahren. Es ist echt der Wahnsinn. Also ja, Blood and Wine, allein von der Region her, ist auf jeden Fall größer vom Umfang her, als es Hearts of Stone gewesen ist, wobei Hearts of Stone auch ein wunderschönes Spiel war. Eine super Erweiterung. Es hat so viel Spaß gemacht. Oh, hoppla. Geralt, man geht nicht in den Brunnen. Du Schwein. Danke. Oh, seht mal. Ist das wunderschön. Ja, wir werden definitiv zuallererst den Großschmied aufsuchen, den Großmeisterschmied. Auch wenn das mit 40 schon schwieriger ist, aber ich möchte gerne wissen, wo genau die verschiedenen Schemata zu finden sind. Das ist nur diese Ortschaft hier, in der wir uns gerade befinden. Und ja, Stück für Stück haben wir auch die ganzen Fragezeichen hier. Ah, und unser Weingut, seht mal. Anwesen, das der Hexer von der Herzogin erhalten hat. Hier kannst du dich zwischen deinen Aufträgen erholen. Schön. Das heißt, wir werden hier den Ort fertig erkunden. Erstmal hier runter zum Hafen, hier rum, hier rum, hier rum, hier rum. Dann zum Großmeisterschmied. Und dann sehen wir uns einmal unser Weingut an. Aber all das erst beim nächsten Mal, Leute. Ich würde sagen, mit dieser super Aussicht hier auf den Hafen verabschiede ich mich von euch. Sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn es weitergeht hier mit The Witcher 3. Und ja... Ich bin froh, dass CD Projekt uns nochmal dieses Abenteuer mit Geralt geschenkt hat. Ich freue mich riesig darauf, wenn wir weitermachen.
hier in Toussaint und bin vor allen Dingen gespannt, was der Großmeisterschmied für uns bereithält und natürlich auch, wie es weitergeht mit der Haupthandlung. So, ich sag Leute, ja, ich habe ja auch gespeichert. Ich sag an dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mit The Witcher 3 Wild Hunt - Blood and Wine. Ciao Leute!